Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur dritten Änderung des Vertrages zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Drucksache 19-3836 und erteile unserem Kultusminister, dem Ministerpräsidenten, Entschuldigung, Herr Bouffier, das Wort zur Einbringung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der jüdische Glaube und die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gehören zu unserem Land. Sie haben über Jahrhunderte unser Land und unsere Kultur mitgestaltet, und Sie haben einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Das ist nach der Shoah und nach dem Morden der Nazis keineswegs selbstverständlich. Umso mehr ist es Anlass zur Freude, feststellen zu dürfen, dass jüdisches Leben in Hessen wieder lebendig ist. Nicht zuletzt der Umstand, dass wir vor wenigen Wochen zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt die Ordination von 3 Rabbinern feiern konnten, ist ein sichtbares Zeichen für diese Wiederbelebung des jüdischen Lebens in Hessen. Meine Damen und Herren, wenn jüdische oder wenn Menschen jüdischen Glaubens ihre Heimat verlassen, z. B. aus Russland, und nach Deutschland kommen, so ist das Ausdruck ihres Vertrauens in ein neues Deutschland. Dieses Vertrauen zeichnet uns aus, andererseits verpflichtet es uns auch. Es ist deshalb ein herausragendes Ziel der Arbeit dieser Landesregierung, die Zusammenarbeit mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen wie auch mit der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main auch zukünftig vertrauensvoll und erfolgreich zu gestalten. Grundlage dieser Zusammenarbeit ist der Staatsvertrag aus dem Jahre 1986. Er war seinerzeit einer der ersten Staatsverträge, die es überhaupt dazu gab. Er ist zwischenzeitlich mehrfach verlängert worden, und der jetzige Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass nach intensiven Verhandlungen, insbesondere auch des Kultusministers und des Finanzministers, mit den jüdischen Gemeinden eine Übereinstimmung erzielen konnte, wie der Vertrag neu ausgestaltet wird und wir diesen Vertrag bereits unterschreiben konnten. Die vielfältigen Aufgaben, die die Gemeinden zur Betreuung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger haben, erfordern auch weiterhin eine sichere finanzielle Unterstützung durch das Land. Deshalb ist vorgesehen, dass die finanziellen Leistungen des Landes ungekürzt weitergehen in Höhe von 4 Millionen € jährlich. Damit bessere Planbarkeit und längere Laufzeit vereinbart werden konnte, haben wir die Laufzeit dieses Vertrages von 4 auf 5 Jahre erhöht. In der Zwischenzeit ist sowohl dem Landesverband der jüdischen Gemeinden wie auch der Frankfurter Gemeinde eine zusätzliche vorübergehende Leistung gewährt worden von 250.000 €. Im neuen Vertrag haben wir das verstetigt, für beide Vertragspartner auf 500.000 erhöht. Und diese Summe wird bis zum Ende der Laufzeit auf 600.000 € anwachsen. Diese Unterstützung dient der Arbeit der Gemeinden in vielfältiger Weise. Und natürlich dient es auch dem Erhalt und der Stärkung der Erinnerungskultur. Ich möchte deshalb an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es neben diesem Staatsvertrag eine Reihe weiterer Leistungen gibt und nicht zuletzt die erstmalige Einrichtung eines Lehrstuhls für die Erforschung des Holocaust an der Goethe-Universität in Frankfurt, wie aber auch die bisher einzigartige Einrichtung einer Aufklärungsstelle zum Thema Nazi-Raubkunst bei uns hier in Hessen sind weitere Zeichen, die sich mit dem Thema Erinnerungskultur und Aufarbeitung beschäftigen. Meine Damen und Herren, wir schauen aber auch nicht nur zurück, sondern wir wollen auch die Zukunft jüdischen Lebens in unserem Land unterstützen. Die Emich-Lichtenfeld-Schule in Frankfurt ist das einzige jüdische Gymnasium in Hessen. Diese Schule hat bislang keine Oberstufe. Es ist schon länger der Wunsch
der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, diese Schule auszubauen, sie noch attraktiver zu machen und mit einer Oberstufe einzurichten. Wir haben vereinbart, dass das Land Hessen diesem Wunsch nun entsprechen wird und mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen diese Schule auch entsprechend unterstützt. Dies ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten Maßnahmen für zukünftiges jüdisches Leben in unserem Land. Und deshalb bin ich froh, dass das gelungen ist, meine Damen und Herren. Also Anlass zur Freude. Ich will aber den Tag hier nicht vorbeigehen lassen, auch darauf hinzuweisen, dass bei aller Freude unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht ohne Sorgen für ihre Zukunft sind. Der zunehmende offene Antisemitismus des Rechtsextremen, im Netz teilweise bis zum Hass gesteigert, der islamistische Terror, den gerade viele jüdische Opfer in Frankreich erfordert hat oder gezeitigt hat, geben nicht nur unseren jüdischen Mitbürgern Anlass zur Sorge. Und jeder versteht, dass gerade Sie besonders sensibel sind, wenn Umstände eintreten, die uns alle besorgen müssen, aber jüdische Bürgerinnen und Bürger in besonderer Weise. Auch der große Flüchtlingsstrom der Menschen aus den arabischen Ländern verstärkt das Potenzial des Antisemitismus. Wenn man bedenkt, dass gerade diese jungen Menschen Israel und die Juden in der Regel nur als Feinde kennengelernt haben, dann kann man verstehen, warum sich unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger Sorgen machen. Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst, und insbesondere die Sicherheitsbehörden tun alles, was ihnen möglich ist. Polizei, Verfassungsschutz und Justiz ist das eine. Wichtiger ist aus meiner Sicht aber noch etwas anderes. Wichtig ist eine klare und eindeutige gesellschaftliche Antwort gegen Antisemitismus, gegen Hass, gegen Ausgrenzung und gegen Gewalt. Dies muss für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land gelten, aber ganz besonders für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es ist mir deshalb eine Freude, Ihnen für die Landesregierung den Gesetzentwurf vorlegen zu können. Und es ist meine Bitte, dass wir möglichst einstimmig dieses klare politische und gesellschaftliche Signal geben und diesem Staatsvertrag zustimmen. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Ministerpräsident. Bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich auf der Tribüne das ehemalige Mitglied dieses Hauses, Hildegard Klär, begrüßen. Herzlich willkommen. Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Als Erstes hat sich Herr Quanz, SPD-Fraktion, zu Wort gemeldet. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Besucherinnen und Besucher, es wird keine Überraschung geben. Wir werden dem sogenannten Zustimmungsgesetz selbstverständlich zustimmen. Und es ist auch keine Überraschung, und ich habe auch keine Entzugserscheinung, Herr Ministerpräsident, wenn ich nichts zu kritisieren habe. Alles das, was Sie sagten, ist im Konsens, sage ich mal, der Demokraten nicht nur möglich, sondern nötig. Denn hier geht es nicht um irgendein Gesetz. Es geht um ein ganz besonderes Gesetz, das aus unserer Geschichte entspringt. Und diese Geschichte erfordert von uns Verpflichtung einerseits und Verantwortung andererseits. Und aus beidem erwächst die Aufgabe, dass wir die historischen Erben nicht nur kritisch betrachten, sondern die richtigen Lehren daraus ziehen und die notwendigen Konsequenzen. Und deshalb sage ich, Verantwortung und Verpflichtung heißt,
dass wir erstens alles tun, gemeinsam tun müssen, dass in Hessen für Antisemitismus kein Millimeter Raum ist. Und zweitens, das ist die andere Seite der gleichen Medaille, dass wir alles tun, um das Wiederentstehen und das Wiederbeleben jüdischer Kultur und jüdischer Tradition zu fördern. Ja, wir wollen, dass wir gemeinsam Hessen weiter in die Zukunft führen. Wir wissen um die schlimme Vergangenheit. Wir wissen um den barbarischen Holocaust, allerdings nur als Spitze eines jahrhundertelangen Antisemitismus. Daraus haben wir gelernt und ziehen die nötigen Konsequenzen. Und deshalb ist es richtig und gut, dass wir diesen Gesetzentwurf jetzt gemeinsam beraten auf den Weg bringen. Ich begrüße ausdrücklich, dass die bisherige kontinuierliche Aufstockung der Mittel, die 1986 einmal mit 2 Millionen € begann, mittlerweile bei 4 Millionen € liegt, dass dazu Sondervereinbarungen gekommen sind. 250.000 € bisher werden aufgestockt auf 500.000 € jeweils für die Frankfurter Große Gemeinde und für den Landesverband. Und es erfolgt eine Dynamisierung dieser Zuweisung in den nächsten Jahren. Und dazu kommt, das darf ich noch ergänzen, Herr Ministerpräsident, dass das Land ja auch bei der Entschuldungshilfe an die jüdische Gemeinde in Frankfurt entsprechende Unterstützung leistet. Meine Damen und Herren, der neue Vertrag sieht eine Laufzeit von weiteren 5 Jahren vor. Und ich nannte es eben, dass die Mittel entsprechend aufgestockt werden. Ich freue mich zugleich, und das teilen Sie sicherlich alle, davon gehe ich jedenfalls aus, dass wir nicht nur in Frankfurt eine sehr lebendige, eine prosperierende Gemeinde haben, sondern auch in anderen Städten unseres Landes. Ich denke an Wiesbaden, an Kassel, an Marburg und andere mehr. Und die neue gemeinsame Erklärung, die vereinbart ist, findet nun im Gesetzentwurf ihren rechtlichen Niederschlag. Ich darf noch zwei Sachen ergänzen zum Schluss. Eine Investition in die Zukunft, in die eigene Zukunft, betonte der Vorsitzende des Landesverbands der jüdischen Gemeinde, Jakob Gutmark, kürzlich. Er sagt, das Geld wird nicht nur in das Leben der Gemeinde eingehen, was die Religionsausübung angeht, sondern es geht auch in Kinderbetreuung, in schulische Arbeit, in Religionsunterricht und vieles mehr. Und deshalb ist das, was wir mit unserer Unterstützung leisten, ein Rundum-Beitrag gewissermaßen für künftiges, für weiteres entwickelndes Leben, das wir gemeinsam wollen für unsere jüdischen Mitbürger. Und ich erinnere noch einmal, ein bisschen Rückblick darf sein an die Woche der Brüderlichkeit, die ich als Vizepräsident mehrmals miterleben und auch eröffnen durfte. Da ist etwas gewachsen. Etwas gewachsen, das nicht nur ein Nebeneinander, ein tolerantes Nebeneinander vorsieht, sondern daraus ist längst viel ein Miteinander geworden. Und dieses Miteinander wollen wir fördern, auch durch dieses Gesetz. Und deshalb wird die SPD zustimmen. Danke, Herr Quanz. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Utter zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CDU-Fraktion begrüßt ausdrücklich den Staatsvertrag, der von Herrn Dr. Gutmark und dem Ministerpräsident unterzeichnet wurden und die uns nun als Gesetzentwurf hier vorgelegt werden. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und trotzdem ein Wunder, dass nach unserer Vergangenheit und Geschichte es möglich war, dass jüdisches Leben in Hessen so tiefe und neue Wurzeln hat gründen können. Dieser Gesetzentwurf nimmt diese Verpflichtung auf und führt sie fort. Nur 2 Jahre nach Kriegsende und den unvorstellbaren Gräueltaten der Shoah waren im Jahre 1947 rund 1.000 Juden nach Hessen zurückgekehrt. Heute, 2016, zählt die jüdische Gemeinde in Hessen zu den Mitgliederstärksten und aktivsten in ganz Deutschland.
aus diesem unvorstellbaren Geschenk des Vertrauens in die bundesrepublikanische Demokratie und Gesellschaft erwuchs seither nicht nur eine enge Partnerschaft zwischen dem Land Hessen und den jüdischen Gemeinden, sondern auch ein sehr lebendiges Miteinander zwischen jüdischen und nichtjüdischen Bürgern. Es wurde bereits erwähnt, als erstes Bundesland hat Hessen 1986 diese Beziehungen in einen Staatsvertrag gegossen, wie er sonst vergleichbar bisher war, auch mit christlichen Kirchen. Die Verlängerung und auch nun Verbesserung und Modifizierung des Staatsvertrags findet unsere einhellige Zustimmung. Die CDU befürwortet das ganz ausdrücklich. Auf die Einzelheiten ist der Ministerpräsident, aber auch Herr Quanz, ja bereits eingegangen. Mit diesem Staatsvertrag kann das religiöse und kulturelle Leben der jüdischen Gemeinde in Hessen weiter gestärkt und kontinuierlich ausgebaut werden. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass nach 1945 dies überhaupt wieder möglich war. Heute gibt es in Hessen jüdische Kindergärten, Schulen, Museen, Kulturzentren. Sie geben Zeugnis einmal der Vergangenheit, aber sie sind auch ein Zeugnis für das lebendige und vielfältige jüdische Leben heute in unserem Bundesland. Bedauerlicherweise sind allerdings auch heute noch erhebliche Sicherheitsmaßnahmen nötig zum Schutz von jüdischen Einrichtungen. Das wollen wir auch gerne leisten, weil es notwendig ist. Doch es sorgt immer wieder auch für ein Gefühl der Beklemmung. Wir erkennen in der Religionsfreiheit ein sehr hohes Gut, das wir verteidigen wollen. Unsere Geschichte verpflichtet uns zu einem ganz besonderen Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland. Aber die jüdische Gemeinde in Hessen ist sich nicht einfach selbst genug, sondern sie bringt sich vorbildlich in das gesellschaftliche Leben ein. Und das wünsche ich mir, dass das auch so bleibt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass jüdische Mitbürger, dass jüdische Gemeinden nicht nur ihr Gemeindeleben pflegen, sondern ein Teil unserer Gesellschaft sind, sich einbringen, mitgestalten und eine hörbare Stimme unserer Gesellschaft sind. Leider müssen wir auch immer wieder feststellen, dass es auch heute noch Formen des Antisemitismus in unserem Land gibt. Auf die Probleme wurde bereits hingewiesen. Doch der Kampf gegen Antisemitismus gehört zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Und auch mit Zuwanderern, die jetzt kommen, führen wir darüber den Dialog. Bei dem Stichwort Zuwanderern möchte ich auch noch abschließend daran erinnern, welche große Leistung die jüdische Gemeinde in Hessen in den letzten Jahrzehnten geleistet hat bei der Integration von jüdischen Zuwanderern. Das war zum Teil eine sehr aufwendige Arbeit. Da haben sich sehr, sehr viele Gemeindemitglieder aufopferungsvoll engagiert und es erleichtert, dass neue jüdische Bürger hier ihre Heimat haben finden können. Herr Utter, kommen Sie zum Schluss. Ja, mein letzter Satz. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn dieser Staatsvertrag auf große Zustimmung in diesem Haus stoßen würde. Danke schön, Herr Utter. Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN erteile ich Frau Feldmayer das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 1986 erstmals geschlossene Vertrag zwischen dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen und dem Land Hessen war geprägt von dem Gedanken einer besonderen Verantwortung aus der Geschichte unseres Landes heraus, wo jüdische Gemeinden und jüdisches Leben in Nazi-Deutschland zerstört wurden, ja, fast vernichtet worden sind.
Besonders deutlich wird die nationalsozialistische Perfidie in den Pogromnächten, wo man Synagogen niederbrannte, wo Menschen ermordet worden sind und wo dann später auf diesen Synagogen Luftschutzbunker für die nichtjüdische Bevölkerung errichtet worden sind. Und diese Luftschutzbunker anstelle von Synagogen sehen wir immer noch, zum Beispiel in Frankfurt an der Friedberger Anlage. Dort steht der Luftschutzbunker als Mahnmal, aber auch als Mahn, als brutales Mal der Zerstörung. Und in Frankfurt-Höchst, auch dort war eine Synagoge und auch dort wurde ein Luftschutzbunker draufgebaut, um einfach jüdisches Leben ein für alle Mal zu vernichten. Und ich glaube, meine Damen und Herren, an diese Tatsache muss man auch erinnern, auch wenn ich finde, dass das Thema Staatsvertrag zwischen dem Landesverband der jüdischen Gemeinden und dem Land Hessen nicht nur in die Vergangenheit blicken sollte, sondern vor allen Dingen auch zukunftsweisend sein sollte. Hessen war eines der ersten Bundesländer, das einen Staatsvertrag mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden unterzeichnet hat. Der damalige Ministerpräsident Börner und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Max Willner haben diesen Vertrag 1986 unterzeichnet. Inzwischen, aber wesentlich später, sind dann die anderen Bundesländer nachgezogen. Sie haben vergleichbare Staatsverträge abgeschlossen, die meisten aber erst nach der Jahrtausendwende und einige erst in den vergangenen Jahren. Das zeigt, dass Hessen schon früh die Notwendigkeit erkannt hat, die Besonderheit des Verhältnisses zu den jüdischen Gemeinden und ihren Institutionen zu berücksichtigen und in Gesetzesform zu gießen. Man hat also damals per Gesetz dem Landesverband der jüdischen Gemeinden die bereits schon laufende Unterstützung zugesichert, sodass dies dann nicht, ich sag mal, zum Spielball oder zu den üblichen politischen Spielen in der Haushaltsdebatte wird. Man hat ihnen wirklich fest zugesichert, und das ist gut so, dass sie eine finanzielle Perspektive haben und dass das auf Dauer ist. Man hat den Landesverband der jüdischen Gemeinden damit auch mehr oder weniger den christlichen Kirchen gleichgestellt. Ich glaube, das war ein sehr bedeutender und für das Verhältnis des Landes zu den jüdischen Gemeinden wichtiger Schritt, für den wir sehr dankbar sein können. Die mit dem Staatsvertrag verbundene Förderung ist vielfältig. Sie unterstützt das kulturelle jüdische Leben, soziale Einrichtungen von der Kita bis zum Altenzentrum, und sie stützt nicht zuletzt die Erinnerungskultur. Es ist gut, dass diese Arbeit mit der Verlängerung des Vertrages für weitere 5 Jahre gesichert wird. Es ist gut, es ist eine Bereicherung, dass jüdisches Leben in Hessen wieder fest verankert ist. Auch das wird mit der Verlängerung des Staatsvertrages bekräftigt. Und der Ministerpräsident hat vorhin darauf hingewiesen, jüdische Kultur in Hessen, meine Damen und Herren, es ist hessische Kultur. Und genau deshalb freue ich mich darüber, dass wir heute, wie ich finde, eine breite Zustimmung oder wie ich erahnen kann, schon eine breite Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf bekommen können. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir freuen uns natürlich auch über die zusätzliche Förderung für den Landesverband und die jüdische Gemeinde in Frankfurt, die neben den jährlichen 4 Millionen Euro gewährt werden wird. Die Isaac-Emanuel-Lichtig-Feld-Schule in Frankfurt ist die einzige jüdische Schule in Hessen. Deswegen halte ich es für angemessen und richtig, dass wir den Ausbau dieser Schule, die Erweiterung um eine Oberstufe, damit gesondert fördern. Und Sie werden verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ich mich als Frankfurterin darüber besonders freue. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Grundlage des Staatsvertrags zwischen dem Landesverband der jüdischen Gemeinden und dem Land Hessen half dabei, den Menschen, die reemigriert waren, wieder dauerhaft jüdisches Leben in Hessen zu begründen, wofür wir sehr dankbar sind. Aber ich möchte auch noch kurz erwähnen, was für eine unglaublich große Integrationsleistung gemacht worden ist vom Landesverband
der jüdischen Gemeinden in Hessen mit der Integration der osteuropäischen Zuwanderer. Es ist geräuschlos verlaufen, es ist gut gelaufen. Und auch das ist wirklich ein wunderbares Indiz dafür, dass dieser Staatsvertrag notwendig und richtig ist. Meine Damen und Herren, wir werden nicht vergessen, dass mit diesem Vertrag auch eine Verantwortung einhergeht, eine Verantwortung für die Zukunft. Vielen Dank. Danke, Frau Feldmayer. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! DIE LINKE verteidigt das Recht aller Menschen auf ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung oder Religion. Sie tritt ein für den Schutz weltanschaulicher und religiöser Minderheiten. Und dies gilt insbesondere für die jüdische Religionsausübung in Deutschland. Heute liegt uns ein Zustimmungsgesetz zu einem Vertrag aus dem Jahre 1986 zwischen dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, und dem Land Hessen vor. Darin wird die weitere unveränderte Festschreibung der bestehenden jährlichen Zuwendung in Höhe von 4 Millionen € festgeschrieben. Davon sollen die größte hessische jüdische Gemeinde in Frankfurt 70%, also 2,8 Millionen € erhalten. Diese Summen wurden bereits 2011 vereinbart und sollen nun unverändert bis 2021 fortgeschrieben werden. Finanzielle Verbesserungen, wie sie angesprochen wurden, werden wir mit dem Haushalt 2017 beraten und auch unterstützen. Wir finden es gut, dass der Staat sich daran beteiligt, jüdische Einrichtungen und damit auch jüdische Kultur finanziell zu unterstützen. Gerade angesichts der deutschen Geschichte und des schrecklichen Holocaust sind wir geradezu verpflichtet, alle Initiativen zur Entwicklung jüdischer Gemeinden zu unterstützen. Besonders traurig und betroffen macht mich allerdings immer noch, dass besondere Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen in Hessen und Deutschland notwendig sind. Und wir meinen, so wie es Herr Quanz gesagt hat, wir dürfen Antisemiten keinen Millimeter preisgeben in diesem Land. Und ich schließe mich meiner Vorgängerin an. Jüdische Kultur ist auch hessische Kultur, ist auch deutsche Kultur, und die gilt es zu bewahren, zu unterstützen und auch zu schützen. Als LINKE treten wir für eine institutionelle Trennung von Staat und Kirche ein. Dieser Laizismus darf aber nicht als Abkehr von Religion und Glauben verstanden werden. Heute engagieren sich auch innerhalb der LINKEN Christinnen und Christen neben Jüdinnen und Juden sowie Angehörigen anderer Religionsgemeinschaft, aber auch Atheistinnen und Atheisten für gemeinsame Ziele und Werte, die in den großen Religionen genauso ihre Wurzeln haben wie in den Ideen der Aufklärung und des Humanismus. Soziale Gerechtigkeit, Frieden, Nächstenliebe und Toleranz. DIE LINKE achtet die Kirchen- und Religionsgemeinschaften, ihre soziale Tätigkeit und ihre Unabhängigkeit. Und auf dieser Grundlage unterstützen wir den vorliegenden Staatsvertrag, werden ihm zustimmen und wünschen den jüdischen Gemeinden in Hessen weiterhin gute Entwicklung und viel Erfolg. Danke, Herr Schaus. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor fast 70 Jahren hat sich in Wiesbaden die erste jüdische Gemeinde wiedergegründet. Vor 50 Jahren wurde die neue Synagoge hier in der Landeshauptstadt wiedergegründet. Das waren Daten, die Ausdruck von Hoffnung sind,
dass nach der Zeit des Nationalsozialismus und dem Holocaust wieder jüdische Gemeinden in Deutschland aktiv sein können. Seit nunmehr 30 Jahren gibt es den Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden, der dazu beiträgt, dass das jüdische Kulturerbe in Hessen fortgeführt und die jüdischen Gemeinden in ihrer Arbeit unterstützt werden können. Diese Gemeinden ermöglichen ihren Mitgliedern aktiv, ihren Glauben zu praktizieren, mit Gottesdiensten, religiösem Unterricht, sozialen und kulturellen Angeboten oder durch die klare Seelsorge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenngleich der Staatsvertrag, der heute zur Abstimmung steht, formell nur in Anführungszeichen die Fortführung des Vertrages darstellt, der vor 5 Jahren unterzeichnet wurde, so sind die Verhandlungsergebnisse doch weit mehr als das. Denn der Vertrag war und der Vertrag ist ein wichtiger Beitrag dazu, den Wiederaufbau jüdischen Lebens in Hessen zu fördern, die besondere historische Verantwortung, die bereits mehrfach erwähnt wurde, anzunehmen, sowie das freundschaftliche Verhältnis zur jüdischen Glaubensgemeinschaft zu verfestigen und zu vertiefen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich will das noch einmal sehr deutlich sagen. Dies gilt ganz besonders in einer Zeit, in der wie jetzt religiöse Gründe von Extremisten zur Rechtfertigung ihrer abstrusen und menschenverachtenden Handlungen vorgeschoben werden und auch antisemitische Parolen und Handlungen beobachtet werden müssen. Gerade deshalb und gerade jetzt halten es die Freien Demokraten für sehr erfreulich, dass die Entwicklung der jüdischen Gemeinden durch einen Anstieg von Mitgliedern und ein facettenreiches religiöses, aber auch kulturelles Leben geprägt ist. Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass sowohl der Ministerpräsident wie auch meine Vorredner, z.B. Herr Quanz und Herr Utter, das erwähnt haben. Wenngleich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenngleich Frankfurt nicht Mitglied im Landesverband der jüdischen Gemeinde ist, so können wir in Hessen froh sein, dass die Frankfurter jüdische Gemeinde mit ihren knapp 7.000 Mitgliedern zu den 4 großen jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland zählt. Aus diesem Grunde ist es auch folgerichtig, dass die finanzielle Unterstützung auch für diese Gemeinde geregelt wurde. Auch wir begrüßen ausdrücklich die Zusatzvereinbarung, die den finanziellen Aufwuchs der Mittel für den Landesverband und die jüdische Gemeinde in Frankfurt auf 500.000 € und bis 2021 auf 600.000 € beinhaltet, aber auch die Beibehaltung der Entschuldungsbeihilfe sowie die Erweiterung der IE Lichtigfeld-Schule in Frankfurt um eine gymnasiale Oberstufe. Es zeigt sich nämlich, und das ist aus meiner Sicht sehr bedeutend, dass diese Schule in der Stadt fest verankert ist. Und der Leitgedanke, den ich hier zitieren darf, wir lehren und lernen nach einem auf jüdischen Werten basierenden Menschenbild, in dessen Mittelpunkt die Verantwortung für sich und andere steht, sowie das dahinterstehende pädagogische Konzept von der Frankfurter Stadtgemeinde angenommen und befürwortet wird. Für Salomon Korn ist, und auch das will ich zitieren, ist die Frankfurter Gemeinde ein Beispiel dafür, dass auch aus Trümmern ein Neubeginn möglich ist. Ich füge hinzu, dass es schön ist und dass wir dankbar dafür sein sollten, dass dieser Neubeginn in Hessen und in Deutschland möglich war. Deshalb ist und bleibt es unsere Aufgabe, neben der finanziellen Unterstützung dafür Sorge zu tragen, dass jüdisches Leben in unserer Gesellschaft fest verankert ist und bleibt. Deswegen wiederhole ich zum Abschluss die klare Aufforderung und Botschaft von uns allen auch nach draußen. Jedweder Form von Antisemitismus gilt es entschieden entgegenzutreten. Der Hessische Landtag steht in diesem Punkt zusammen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Greilich. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den KPA.